Bei uns heute im Gemeinde-TV-Studio ein Gast aus Dresden. Er hat nämlich eine besondere Reise vor. Und zwar am 15. August bis 19. August hat Gerald Scheiblauer aus Dresden eben diese besondere und spezielle Reise vor. Lieber Gerald, herzlich willkommen. Hallo, grüß euch, hallo. Erzähl uns mal kurz, wo deine Reise hingeht im August her. Ja, also meine Reise wird gehen mit dem Rad von Dresden nach Dortmund. Ich werde mehr oder weniger meine zwei Vorlieben verbinden. Das ist zum einen der Radsport und zum anderen der Fußballclub Borussia Dortmund. Mhm. Und ab 14. August geht es los und werde dann eben in 5 Tagen zum ersten Bundesligaspiel der neuen Saison gegen Köln vor Ort sein mit dem Rad. Das sind einige Kilometer am Drahtesel. Warum tut man sich das an? Warum machst du das? Ja, also insgesamt wären es ca. 850 Kilometer. Bei mir ist es so, ich bin momentan noch Hobbysportler im Team, Cycling-Team Weichberger KTM aus Wieselburg unter der Leitung von Julian Gruber und bin gerade mehr oder weniger am Sprung vom Hobbysportler zum Amateurradsportler und da sind eigentlich 850 Kilometer jetzt nicht so das um und auf. Aber was halt besonders macht, ist das, dass ich mir gedacht habe, ich mache halt ein Charity-Projekt draus und werde eben Spenden sammeln für die Krebshilfe Österreich und für das Ordensklinikum Linz. Also eigentlich drei Sachen, was du verbindest, den Fußballverein, das Radfahren und die Charity-Aktion. Genau, warum diese Charity-Aktion? Gibt es da einen Hintergrund? Also die ursprüngliche Idee war ja, ist im Sommer 2021 entstanden, dass ich eben meine zwei Vorlieben verbinde und mit dem Rad in 3 Tagen nach Dortmund fahre. Und kurz darauf bin ich halt leider am Darm erkrankt und es hat dann ein bisschen einen längeren Leidensweg gegeben und bis zur Operation im Juli dann 2022. Da war natürlich jetzt dann an dem Projekt nichts mehr so cool und an Radfahren nicht zu denken. Und dann ist auch noch im Dezember 2022 einer von meinen besten Freunde leider an Krebs gestorben. Mhm. Und dann im Mai 2022 nur ein anderer Freund, ein sehr guter Freund vom Tennisverein. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, passt, in 3 oder 5 Tagen mit dem Rad irgendwo hinfahren, das kann jeder gleich einmal. Aber so ein Projekt draus machen mit dem ganzen Hintergrund, das kann eigentlich keiner. Und ich habe mir dann gedacht, passt, dann verbinde die Sachen. Und ja, habe mich dazu entschieden, eben mit dem Rad zu fahren und Spenden zu sammeln für die Krebshilfe und für das Ordensklinikum Linz, weil die mir mein Leben wieder gekriegt haben. Also lieber Gerald, die Gänsehautgeschichten haben die dazu gebracht, dass du eben diese super Aktion machst, benennen wir es einmal so. Wie kann man dir jetzt da helfen? Wie kann man spenden, wenn man das unterstützen möchte? Es ist so, dass mir die Reika ein eigenes Spendenkonto zur Verfügung gestellt hat. Natürlich ist eh alles auf sozialen Medien und auf meinen Kanälen und auch in sämtlichen anderen Zeitungen und Medien sichtbar. Mir ist ganz wichtig zu wissen, dass eben alle meine persönlichen Sponsoren, die ich habe und die Spendengelder, die mir zur Verfügung gestellt sind, für die Reise, dass ich das alles eine spenden werde und mir die ganze Reise mehr oder weniger selbst finanzieren werde. Und es ist auch ganz wichtig, es kommt nicht darauf an, wie viel gespendet wird, sondern dass gespendet wird, weil jeder Cent zählt. Und ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über jeden Cent. Ja. Wo wird das dann genau hingespendet, für die, die was jetzt Interesse haben? Genau. Es wird so sein, dass zum Schluss meiner Reise eben das Geld aufgeteilt wird. Zum einen die Hälfte für die Krebshilfe und die Hälfte ans Ordensklinikum. Das wird dann übergeben und ja. Erzähl uns nur ganz kurz zum Abschluss. Erstens, wie bist du zum Radfahren gekommen? Und zweitens, warum dieser Fußballverein? Jetzt konnte ich überhaupt sagen, was der beste Club der Welt ist, was auch stimmt. Nein, aber zum Radfahren war es bei mir so, wie ich jünger war, ein Jugendlicher, bin ich schon am Rad gefahren, bin ich schon am Rad gesessen und auch Rennen gefahren und so. Nur habe mich dann irgendwann einmal die Lust verlassen, habe mein Rennrad verkauft alles
und habe dann 8 oder 9 Jahre, war es überhaupt nichts mit Radsport zum Tag gehabt, habe dann eher Tischtennis gespielt, Tennis gespielt und Fußball unter anderem. Und ja, jetzt seit 5, 6 Jahren habe ich eigentlich die Lust wieder gepackt und habe dann wieder langsam angefangen und jetzt eigentlich ja, wieder Vollgas und besser und stärker wie jemals zuvor. Und dann zum anderen der Fußballclub Borussia Dortmund. Mhm. Ich bin seit 5 Jahren in einem Fanclub in Dortmund, mhm. Der heißt die Black Yellow Indians. Der Chef von dem Fanclub ist der Dirk Plotke. Und der arbeitet zufällig in derselben Firma wie nur im Böhnen, im Werk in Böhnen, okay. Bei der Firma Welser Profile. Ja. Mhm. Und so haben wir sie eben kennengelernt. Ja. Und ich habe dort sehr, sehr viele Freunde gefunden, sehr, sehr lieb gewonnen. Und ja, wenn ich nicht gerade arbeiten bin oder schlafe oder im Rall sitze, bin ich bei jedem Spiel von Borussia Dortmund, habe das natürlich auch verewigt. Genau, und jetzt habe ich mir halt doch dem ja, verbinden, die zwei Vorlieben und mit dem Rad anzureisen. Von Kresten bis nach Dortmund, du wirst für uns schwitzen, wir dürfen spenden. Herzlichen Dank, lieber Gerald, für deinen Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und wie gesagt, wir werden diese Spendennummer bzw. die Bankverbindung einblenden. Genau. Dann können Sie, liebe Zuseher, natürlich auch gerne für dieses super Projekt spenden.